Okay, gut. Freut mich sehr, mit euch heute diesen Podcast zu führen, liebe Leute. Herzlich willkommen bei diesem Video. Guten Ihr Morgen. Moin, ihr seht im neongelben Trikot den guten Matthias Nodegger. Ja, im Poloshirt Bernd Leudert, Nummer 42. Und mit Cappy, weil Haare nicht rasiert, mich Daniel von Speedwell. Okay. Ja, worum geht es in diesem Video? Ich möchte mit dem Titelverteidiger Matthias Nodegger und dem Veranstalter Bernd ja, über die Tour de Kärnten 2019 sprechen. Was sind da so vor allem Matthias Erwartungshaltung? Mit wem muss er sich vielleicht duellieren? Von welchen Gegnern geht er in diesem Jahr aus? Vielleicht kann er da mal so zwei, drei Köpfe oder Teams nennen. Und wie gut ist er vor allem drauf, der Matthias? Und Bernd, wenn du noch organisatorische Themen hast, die man den Zuschauern mitteilen kann, jederzeit, würde ich erstmal ganz kurz an Matthias überleiten. Und ja, wie geht's dir, Matthias? Bist du gut über den Winter gekommen? Ja, in Gran Canaria fällt es nicht schwer. Wir Okay. hatten mal keinen Schnee und ich glaube nur einen Tag Regen. Ein Tag Und Regen. ja, ging sehr gut, ja. Ja, Ich okay. weiß nicht, ob man es hier sehen kann, aber so ist das in Gran Canaria. Weiß wie die Wand. Ja, ich bin weiß wie eine dreckige Wand. Ja. Bernd, wie geht's dir? Gut über den Winter gekommen? Ja, ich gehe Skifahren, ne? Ja, okay. Zum Ausgleich Skifahren und Skitouren. Aber du, die Saison fing auch in Kärnten relativ früh schon an. Ende Februar waren wir schon am Radl drauf, ja. Ja, okay. Was habt ihr jetzt gerade für Temperaturen in Kärnten? Schweinewetter, es hat 20 cm Neuschnee gestern gegeben. Ich schaue auf Ah. eine schneebedeckte Görlitzen. Ich freue mich echt, wenn ihr die Spikes anlegt. Okay, was hast du mal geguckt, so die nächsten? Na, nach Ja. 2 Wochen ist es ja nicht mehr verlässlich, Genau. aber Das ist Glaskugelleserei, ja. aber es soll ab nächster Woche so jeden Tag 1 Grad wärmer werden. Basis ungefähr bei 15, also Montag 15, 16, 17, 18. Beste Voraussetzungen für ein paar schöne Tage. Ich sehe bei Matthias gerade schon Schweißperlen auf die Stirn treten. Scheiße, denkt er sich. Ja. Ja, ich habe extra meinen Flug umgebucht. Ich wollte eigentlich am 11. fliegen, aber jetzt fliege ich ja morgen schon. Ja. Und irgendwie bereue ich das schon, dass ich den umgebucht habe. Ja, okay. Was habt ihr gerade auf Gran Canaria für Temperaturen? Sind es 25 oder? Ja, also gestern hatte man wieder über 30, so Ah. unter Tag schon. Aber jetzt sind's, also jetzt haben wir haben 8:40 Uhr und bei mir sind es jetzt 25 im Büro. Also ich transpiriere. Ah, okay. Ich bin ja manchmal froh, wenn ich dann wieder im kühlen Deutschland bin, nach so einem Sommer und so, also oder wenn ich im Ausland war. Okay, gut. Bernd hat einen Termin im Anschluss. Lass uns ein bisschen sprinten. Matthias, wir haben eine kleine Agenda erstellt. Lass uns mal kurz, jetzt nicht in der höchsten Granularität, über die 6 Etappen sprechen. Ich kann gerne mal meinen Bildschirm teilen. Wartet mal kurz. Und die Frage gleich an dich. Ja, was sind so deine Einschätzungen zu den Etappen selber? Ja. Wie hast du dich gegebenenfalls darauf vorbereitet oder was sind noch so? Wartet mal, Jungs, seht ihr jetzt den Schirm? Okay, Perfekt. perfekt. Vielleicht kannst du mal einfach zwei, drei Sätze so pro Etappe sagen, was so deine Eindrücke sind. Nehmen wir mal die erste Etappe am 18.05. Ja, die erste Etappe, die Lokalrunde, die kennen wir schon aus den vergangenen Jahren. Das war letztes Jahr die dritte Etappe und das Jahr davor, glaube ich, die zweite. Das ist eine super schöne Etappe. Da zieht sich ja auch nach der Neutralisation in Feldkirchen gleich alles auseinander. Sind drei super schöne Berge drinnen. Am Ende ist noch schon sehr sportlich, weil man ja gute 25 Kilometer so halb flach ins Ziel hat. Und wenn man jetzt am letzten Berg abhaut, wird das schon ziemlich sportlich. Vor allem dieses Jahr muss man bedenken, dass das die erste Etappe ist und das Zeitfahren am zweiten Tag. Und da sollte man nicht alles verballern für das Zeitfahren, das kommt. Also das ist dieses Jahr schon selektiver nachher, ja. Okay, geile Einschätzung von deiner Seite. Hast du was hinzuzufügen, Bernd?
Super analysiert. Macht mir Spaß, dazu zu hören. Seh ich ganz gleich. Vielleicht der Grund für die Strukturierung dieser Etappe vorne. Zum einen, wir veranstalten am Sonntag, also beim Einzelzeitfahren, nicht nur die Tour de Kärnten, sondern auch die österreichischen Staatsmeisterschaften. Ja. Und das geht nur am Sonntag auf gesperrter Straße. Deshalb eine Etappe im Vorfeld. Wir haben uns für diese entschieden, für die jetzige Lokalrunde mit über 2000 Höhenmeter. Ich sag's mal ein bisschen provokant als Blombenzieher. Den Spruch von dir habe ich noch im Hinterkopf. Ich habe ja mit dem Bernd auch mal im Herbst schon so ein ähnliches Gespräch geführt, ohne den Matthias leider. Okay, gut. Wie gesagt, der Bernd hat gleich noch einen Termin. Wir halten uns relativ sportlich vom Timing. Springen wir mal auf die zweite Etappe. Und das ist jetzt das angesprochene, von Matthias angesprochene Einzelzeitfahren. Seht ihr das bei mir auf dem Schirm? Natürlich. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Ja, Matthias, ich war ja erstmal sehr überrascht, muss ich gestehen, dass du im letzten Jahr, da glaube ich, warst du Zweiter. Ja, um eine Hundertstel Sekunde, ja. Dass du mit deinem niedrigen Gewicht und so, dass du da so stark, so weit vorne, ja, warst. Ist es ein sehr guter CW-Wert? Ja, Zeitfahren ist ein finanzieller Faktor. Umso besser das Rad, umso genauer die Einstellungen, also die biomechanische Einstellung, umso besser die Reifen, umso besser die Teile, umso schneller bist. Also ich war 17 Vierter und jetzt ist er Zweiter und der vierte Platz hat mich brutal geärgert. Echt? Darum habe ich mir von meinem Kleiderausrüster, dem Masport, habe ich mir einen 2000 Euro Zeitfahranzug machen lassen und Keramik-Speed-Teile und Pro-Tour-Reifen und was Gott, was alles. Und da kriegt man das Rad auch als Leichtgewicht sehr schnell. Sehr schnell. Okay. Ja gut, in deinen Haxen hast du auch ein bisschen Dampf drin. Das wollen wir jetzt hier nicht irgendwie runterreden. Aber ich war deswegen überrascht, weil ich mache mal ganz kurz auf geteilten Schirm, dass man uns nochmal wieder sieht, bevor wir zur nächsten Etappe kommen. Ja, es gibt ja, keine Ahnung, so sogenannte Wattviecher, die fahren ja wahrscheinlich zur Tour de Kärnten hin, haben eine Schwelle von knapp 400 Watt oder so und trotzdem bist du beim Zeitfahren mit deiner Statur und so vor denen. Das war für mich schon echt eine krasse Überraschung, ja. Ja, beim Zeitfahren ist die Schwelle, die ist schon sehr wichtig, aber am zweiten Platz. Nummer eins ist die Aerodynamik und dass du natürlich in dieser aerodynamischen Position, das vergessen auch viele, die machen maximale Aerodynamik und können dann ihre Schwellenleistung, die sie am normalen Rad treten, gar nicht mehr erbringen. Und das ist der Punkt. Ja. Und ich mache mir extra die Mühe und gebe das Geld aus, dass ich mein Zeitfahrrad jedes Jahr mit nach Gran Canaria schleife, weil hier nämlich der Bikefitter von Movistar wohnt und der fittet mir das Teil und dann machen wir hier immer Strömungstests auch. Okay. Und nur so kann man das nachher erreichen. Das ist natürlich komplett übertrieben, was ich da mache im Zeitfahren, aber es ist einfach geil. Okay. Gut, dann lass uns nochmal schnell zur dritten Etappe springen. Ich muss auch, wie Bernd sagen, deine Einschätzung. Während du springst, erzähle ich noch einen Satz zur zweiten Etappe. Ja. Ich bin natürlich begeistert, nicht, dass du Zweiter warst, Matthias, aber dass eine Hundertstel entschieden hat. An der Stelle meinen Dank an die Fachhochschule Kärnten und unseren Dr. Helmut Wöllig, der hier eine ganz exquisite Zeitnahme für alle Teilnehmer auf die Füße stellt und sich dieses Jahr natürlich auch nochmal ganz besonders beweist, weil er die Zeitnahme auch für die österreichischen Staatsmeisterschaften macht. Ja, auch für dich, an dich krasses Lob, Bernd, was du aus der Tour de Kärnten gemacht hast, dass ihr jetzt schon die österreichische Staatsmeisterschaft im Einzelzeitfahren da habt. Kannst du zwei, drei prominente Köpfe nennen, die dort am Start sein werden? Ja, die prominentesten werden wohl der Patrick Konrad und der Lukas Pöstlberger sein, Matthias. Ja. Hier gilt es mal eine echte Challenge zu bezwingen. Ne? Also ich freue mich darauf, wer diesen Vergleich zwischen Profis und Männern gewinnt. Ich halte mich jetzt mal bedeckt. Ich denke, der Satz alleine reicht.
Okay, gut. Ja, wobei man muss das schon, da muss jetzt der Spielverderber sein, das muss man schon relativieren, weil die Profis kommen frisch und haben nicht die erste Etappe in den Beinen. Und die, die auf die Gesamtwertung fahren, die müssen auf der ersten Etappe schon was zeigen, die müssen vorne sein. Somit wird das Zeitfahrresultat dieses Jahr schon was anderes darstellen, weil die, die vorne sein wollen in der Gesamtwertung, fahren all out auf der ersten Etappe. Und die, denen das Zeitfahren wichtiger ist, die können sich auf der ersten Etappe chillen, Reserven haben und dann vorne sein. Also das wird dieses Jahr schon mehr wie bei einer Grand Tour ausschauen, dass wir Gesamtklassementsfahrer schon weiter hinten sind. Ich Okay. bin begeistert von dem Wort Grand Tour. Besser hätte es gar nicht rüberkommen können. Ja, Danke, also, danke. das ist so organisiert wie eine Grand Tour, also darfst du den Namen auch tragen, oder? Okay. Männer, lasst uns auf die Zeit gucken. Bernd Ja. muss gleich los. Seht ihr meinen Schirm? Ja, Okay, dritte gut. Etappe. Dann mache ich hier nochmal eine kurze Einstellung, dass man nur noch meinen jetzt sieht. Genau. Dach der Tour. Matthias, ein großer fetter Anstieg, wie ich sehe. Ja, na, das sind schon mehrere kleine, weil du vergisst, bei Feldkirchen gleich nach der Neutralisation kommt ein relativ saftiger Hügel mit 300 Höhenmeter. Da wird immer das Feld zerrissen. Dann kommt eine kleine Abfahrt, da muss man jetzt nicht unbedingt eine Gruppe haben. Dann kommt schon der nächste Anstieg, der ist dann länger, sind fast 400 Höhenmeter. Da wird wieder zerteilt und dann kommen so 18 semi-flach. Also in Spanisch sagt man immer Llano Falso, also Ja, ich weiß, kenne ich falsches den Begriff, ja. Flach. Genau, da wird es wieder zusammenlaufen, weil die vorne wahrscheinlich nicht Bock haben zum so lang alleine fahren. Und dann wird es am hohen Berg wieder zerrissen. Und dann muss man schauen, wie das auf den letzten 36 Kilometer noch halt läuft, ob die vordere Gruppe Bock hat oder nicht. Aber Ja. das könnte jetzt eine Etappe sein, wo es zum Beispiel zu einem Sprintfinish von einer kleinen Gruppe kommt, wo Okay. die von der Gesamtwertung sagen, ist mir total egal, der Etappensieg, hauptsächlich ich bin vorne dabei. Ja. Und die, die bis dorthin noch nichts haben, die wollen dann einen Etappensieg. Okay, ich mache mal kurz unsere schönen Gesichter zum Sehen. Jetzt frage ich dich, wen hast du auf dem Zettel grundsätzlich als deine, ja, Konkurrenten? Ja, da wird sicher das Team Strasser mit dabei sein, mit dem Nils, der letztes Jahr ja Zweiter Kessler, ja. war. Genau, dann bin ich sicher der Meinung, dass wahrscheinlich ein oder zwei Überraschungsgäste noch auftauchen, mit denen keiner rechnet. Die man Okay. jetzt so, wenn man flugs über die Startliste fliegt und nicht jeden Namen ganz genau liest, einfach Ja. übersieht. Ja. Und ich weiß, dass da mindestens ein sehr starker Fahrer versteckt auf der Startliste steht. Okay. Was mich, du als ja einer der besten Fahrer, nennen wir es einfach mal so oder sagen wir es einfach mal so, du hast ja auch noch mal diese Kontroverse, dass es einige Fahrer, ich sage jetzt mal, wie zum Beispiel diesen Nils Kessler gibt, die auch auf Gesamtwertung fahren und dann hast du noch mal so Fahrer, denen vielleicht nur ein, zwei Etappen irgendwie wichtig sind. Wie gehst du mit sowas um? Du, das ist in Ordnung, die können die Etappen ruhig haben, weil das Einzige, das mich interessiert, ist die Gesamtwertung. Okay. Und du guckst natürlich schon am jeden Abend nach der Etappe, okay, wer könnte mir jetzt gefährlich werden? Wen muss ich im Auge haben? Das machst du schon professionell, gehe ich mal von aus. Ja, klar. Logisch. Deswegen setze Aber ich auch. Ja. nach dem ersten Tag, das ist das Tolle bei dem Rennen, dass wir dieses Jahr mit einer normalen Etappe starten. Jetzt weiß ich wirklich, okay, den muss ich auf dem Schirm haben oder den nicht. Ja. Okay, gut. Ja, das ist so eine erste Standortbestimmung auch für dich. Ja. Okay, gut. Ich sehe es so wie der Matthias, wenn ich da noch mal kurz reinspringen darf. Es gibt ein paar übliche Verdächtige, da wurden jetzt ein paar genannt. Ich glaube, es gibt ein, zwei Hidden Champions, wie man im Schwabenländle sagt, die mit Sicherheit für die eine oder andere Überraschung sorgen. Ich freue mich ganz besonders auf einen Nils Merckx.
Ganz einfach, der kommt aus Belgien und der trägt einen super Namen. Ja. Matthias, vielleicht hast du den ja auch auf deinem Zettel drauf. Ja. Ist das der Enkel oder was von Eddy Merckx? Das will was tun, ja. Deine Internetverbindung, Bernd, ist jetzt gerade nicht die allerbeste, denn die Wörter sind so ein bisschen abgehackt, aber ich glaube, das ist dir auch gerade ganz recht. Du möchtest es ein bisschen nebulös halten mit Merckx. Ja, Entschuldigung, ich sagte, das werdet ihr schon rausfinden, ja, Okay, genau. gut. Dann gucken wir uns schnell die vierte Etappe an, Bad Bleiberg. Wahrscheinlich ein Kurort. Korrekt. Ja. Gut, dann Das mache ich hast die du Nummer verschönert. eins. Alsdollen und Radon. Ja. Ja, das ist ja eine sensationell gute Etappe, weil ist zuerst so ein langgezogener Berg, dann kommen zwei kleine Spitzen, da wird es immer wieder auseinandergerissen, läuft wieder Spitzengruppe zusammen und dann kommt am Schluss der finale lange Schlussanstieg. Und der ist richtig toll, weil der ist am Anfang super steil und eng, da muss man vorne sein. Und dann geht er auf aber eine richtig breite Bergbundesstraße. Und da habe ich letztes Jahr in diesem flachen Teil vor dem Schlussanstieg einen Fehler gemacht. Da sind mir drei Stück entwischt. Und da musste ich dann am Schlussanstieg schon weit in den roten Bereich gehen, dass ich die wieder geholt habe. Okay, gut. Ja, lasst mich ein bisschen voranpreschen. Gucken wir gleich auf die vorletzte Etappe, Etappe 5. Wir schreiben dann den 22. Mai. Und ich erinnere mich, Bernd, dass du gesagt hast, Magdalensberg, schwieriges Wort, das ist für dich, glaube ich, die schwerste Etappe. Ja, ich glaube, hier ist der Scheiderichter am Werk. Also hier kommt der Mann mit dem Hammer. Paar nette Auftakte da. Gunzenberg, der ist komplett neu. Der ist angenehm zu fahren. Den kann man ganz gut kurbeln. Da wird gerade noch ein bisschen rumasphaltiert. An der Stelle Dank an die Landesregierung, an die Abteilung 9, dass sie uns auch mit Asphalt überschüttet im Lande Kärnten. Und dann eben Magdalensberg, die letzten 1000 Meter Privatstraße, zwei Weideroste und 20% Steigung. Ja, Halleluja. da die Frage an Matthias, die sich mir spontan stellt, hast du eine Übersetzung an deinem Nicht-Zeitfahrrad oder hast du verschiedene Übersetzungen dann dabei? Ich habe natürlich verschiedene Übersetzungen dabei und verschiedene Felgensätze. Ja. Da kann ich dann immer extra abstimmen und genau für das habe ich nochmal mit dabei. Darf ich fragen, wie viele Zähne hast du denn hinten beim kleinsten Gang bei so einer Etappe? Pi mal Daumen. Ja, normalerweise 32, 32, ja, okay. weil ja, also ich habe alles dabei von 26 bis 32 und Ja. muss ich dann schauen, wie die Beine drehen, wie ich mich Ja. fühle, ob ich schon ziemlich kaputt bin. Ja. Aber wahrscheinlich werde ich auf Nummer sicher gehen und 32 nehmen. Alles klar. Schnelle Frage noch. Was fährst du in Ötzi? Mit welcher Übersetzung hinten auch 32? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ich Aber ich bin's, muss dazu ja. sagen, ich habe vorne 53, 39. Ja. Ich bin Ötzi 2017 mit 28 gefahren, und auch 36 bei der kleineren Kettenblatt. Ich habe am Timmelsjoch richtig gelitten. Ich glaube, eine 50er Kadenz gehabt. Das war nicht sehr schlau. Okay, gucken wir auf. Ja, Daniel, das Problem ist, wenn du mit so einer kleinen Übersetzung fahrst, beim Ötzi zum Beispiel oder auch bei so einem Rennen, Ja. dass an den ersten Bergen, wenn noch langsam gefahren wird, dir die Ja. Beine zugehen und du nicht locker genug treten kannst Ja, und ich dafür weiß. stirbst du am Ende. Ja, klar, logisch. Aber ich hatte jetzt nicht das Equipment so wie du. Ja, gut. Gucken wir mal auf die letzte Etappe, Männer. Ich mache wieder mal nur meinen Schirm hier. Genau. Bergzeit fahren. Jetzt, Ja, das ist wenn meine Lieblingsetappe, das kann das, ich gleich sagen. ja. Etappos Los Gran Canarios. Wenn noch einer dem Matthias gefährlich werden kann, dann muss er heute alles ja, in die Waagschale werfen. Das Ding fährst du am Schluss mit All Out, oder?
Ja, das kommt drauf an. Wenn der Vorsprung in der Gesamtwertung gegeben ist, dann natürlich nicht. Dann fahre ich mit dem zweiten hoch und fertig. Okay, gut. Und wenn es so wie 17 ist, dass ich nicht Erster bin, sondern Zweiter und die Möglichkeit besteht, Erster zu werden, dann werde ich dann natürlich all out fahren müssen. Okay, ja. Bernd, Frage an dich. Wie viel Ausschluss hast du eigentlich nochmal zum Ende einer solchen Rundfahrt beim Bergzeitfahren? Wie viel packen es eigentlich nicht? Also man kann mal grundsätzlich von 10 bis 15% ausgehen, die Tour de Kärnten nicht zu Ende fahren. Ja. Ob das jetzt bei der letzten Etappe ist oder bei einer schon davor aussteigen, das kann man so individuell nicht sagen. Das ist hier mal was ganz Neues. Auch hier, wir haben uns versucht, ein bisschen am Grand Tour an den Ideen zu orientieren. Da wird es ja im Moment auch populär, kurze, knackige Etappen mit einer Bergankunft zu fahren, sowohl bei der Tour de France als auch beim Giro. Hier mal was Neues, deshalb das Zeit in Klammer. Natürlich geht es auf Zeit, das soll damit gesagt werden, aber es gibt einen Massenstart, ganz normal, Freigabe, Hinterfeldkirchen. Und dann geht es die Prekova hoch und links zum Falkert rein. Einer der brutalsten Berge in Kärnten übrigens, Matthias. Okay. Also, der kann was. Cremst du dich eigentlich noch mit Sonnencreme ein oder brauchst du es nicht mehr? Ich? Ja. Na, noch nie in meinem Leben habe ich noch nie gebraucht. Echt? Ja. In Österreich hat man früher immer gesagt, mal schau, das kleine Büblein da drüben, ich habe das nie gebraucht. Okay, ja, ich muss mich mit 50er, sonst verbrenne ich, verglühe ich. Okay, gut. Matthias, kurzer Vergleich zum Vorjahr. Wie würdest du dich selbst einschätzen? Genauso oder 1% wegen dem Alter schlechter? Nein, 1% wegen Alter besser, weil es wird nie beim Wein, es wird immer nur besser, es geht nie bergab. Nee, aber du bist gut im Saft, entnehme ich. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin dieses Jahr im April sogar ein Testrennen hier in Gran Canaria gefahren. Ja. Wollte ich zwar nicht, aber der Patrick Hagenas hat mich so lange überredet, bis ich gefahren bin. Cool. Und es lief sehr ansprechend, ja. Okay. Bin ich sehr zufrieden. Ich schaue mal gerade in meine kleine Agenda, die ich uns geschickt hatte. Hallo. Wen hast du auf dem Zettel, hast du gesagt? Ja, deine Vorbereitung haben wir, glaube ich, auch einen Eindruck von bekommen. Was mich noch bei dir interessiert, ist deine weitere Saisonplanung in vielleicht 1, 2 Sätzen. Wo geht nach der Tour de Kärnten in Österreich oder im Dachraum die Reise für dich hin? So, der Bernd musste sich mal ausklinken, der hat einen Termin. Wahrscheinlich fahren sie jetzt die Strecke ab in Kärnten. Nee, kleiner Scherz. Matthias, du hast, wie ich gelesen habe, noch ja, eine Kooperation mit der Tour de Kärnten selbst. Das heißt, du wirst dein Nome Food, ist das richtig, dort ausstellen in Kärnten? Nein, ausstellen tut man nichts, aber es kriegt jeder Teilnehmer im Startsackerl eine tolle Überraschung von uns. Ja. Also jetzt nicht nur so dieses normale Startsackerl Zeug, sondern die Kamera hat sich was richtig Nettes einfallen lassen und es ist so ein richtig schönes kleines Geschenk. Und wir machen ein Gewinnspiel bei der Tour de Kärnten. Da kann jeder ein Food Package gewinnen und da teilst du nachher eh den Link und dann könnt ihr euch dann anmelden. Ich packe das, wenn ihr auf YouTube dann geht, seht ihr das unten in der Beschreibungsbox drin. Da werde ich den Link von Matthias reinpacken und genau. Übrigens, Kante hat mir gesagt, ohne Carmen wärst du nix. Das stimmt, da hat der Kante recht. Ja, ist bei den meisten Männern so, oder? Ohne eine starke Frau im Hintergrund geht nicht viel. Nee. Carmen ist Buchhaltung, Netzwerkadministration, Marketing, alles. Ja, alles, was ich nicht machen mag. Und ich mag nicht viel machen, außer Radfahren. Okay, gut. Ja, du, da war eben die Verbindung weg. Wie ist deine weitere Saisonplanung? Wo geht für dich die Reise hin in den nächsten Monaten? Ja, ich werde nach der
Tour de Kärnten fahre ich den Glockner, wie letztes Jahr. Ja. Dann mache ich eine kleine Rennpause von 2-3 Wochen, weil wir da ein Trainingscamp im Zillertal veranstalten für den Ötztaler. Cool. Dann fahre ich die Tour Transalp im Solo. Solo, den ja. Engadiner Radmarathon. Und dann bin ich mal ein paar Wochen in Italien im Bergtrainingslager für den Adelberg Giro und den Highlander. Wo gehst du da hin in Italien? Bormio. Bormio, okay. Wie hoch ist es da? 1400. Okay. Für den Anfang ist das sehr gut für mich als Meereshöhenbewohner. Ja. Und das reicht dann schon. Und die letzte Woche gehe ich noch hoch nach Livigno. Und okay, dann geht es direkt zum Adelberg Giro, Highlander. Dann gehe ich nochmal nach Sölden und dann ab zum Ötzi. Und die ganze Zeit bleibst du in Österreich und gehst erst im September wieder zurück nach GC? Nein, im Oktober, weil wir im September noch bei der Eurobike sind und dann nach Südafrika in Urlaub fliegen. Wow, Südafrika, sehr geil. Habe ich geheiratet dort. Ja. Sehr schön. Wo geht's dahin? Wir heiraten nicht, wir gehen Safari. Okay, wo fliegt ihr erstmal nach Kapstadt, oder? Nein, wir fliegen Johannesburg und dann Krüger Nationalpark. Ah, okay. Kann ich, wenn du mal einfach eine entspannte Tour machen willst, den, wie heißt er, von Kapstadt runter ans Kap der Guten Hoffnung, da ist so ein schöner Radweg, das ist das Schönste, glaube ich, was ich in meinem Leben gesehen habe, entlang des Ozeans, ich kriege den Namen gerade nicht zusammen, ist auch wurscht, traumhaft zum Fahrradfahren, traumhaft, wirklich. Ja, ich weiß, aber das wird mein allererster Urlaub sein. Ohne Bike. 30 Jahren ohne Fahrrad. Ja, es sei dir gegönnt und tu das unbedingt. Ja, du, wir werden auch von Speedwell einen Teilnehmer bei der Tour de Kärnten haben. Wir werden mehrere da haben, aber einer wird berichten per Videoformat. Kannst du dir vielleicht mal dann angucken. Das ist der, ja, Lars. Cool. Ich freue mich auf die News, die ich aus Kärnten bekomme, wieder Notegger die Konkurrenz zerlegt. Und drück dir die Daumen. Komm unfallfrei durch, hol das Bestmögliche raus, der Beste soll gewinnen und vielen Dank fürs Gespräch, gell, Matthias? Danke, Daniel. Und wir sehen uns oder hören uns demnächst wieder, ne? Ja, genau. Gut. Sag dem Lars, er soll mal vorbeikommen und Hallo sagen. Nochmal? Nochmal? Sag deinem Reporter Lars, oder? Dass er vorbeikommen soll in der Tour de Kärnten und Hallo sagt. Mache ich. Der Kanal soll wachsen. Leute, wenn euch das gefällt und ihr vielleicht den Matthias im Sommer nochmal hören möchtet, vom Ötzi oder so, dann Kanal abonnieren, keine weiteren Videos verpassen und uns den Daumen hoch geben, gell? Danke, Matthias, und tschüssi, ciao. Danke, ciao. Schönen Tag noch. Ja, dir ciao. Auch, ciao.